Taranta, herzlich willkommen. Moin moin, hallöchen, hallöchen. Ganz schnell weg hier vom Anzeige-Hauptmeister-Thema. Das nimmt ja richtig Auswüchse an hier. Streamclips Germany, Folge Nummer 247, eine verdrehte Zunge. Auf das Niveau wieder hochgeht und das mit SCG, das will was heißen, Leute. Das will was heißen. Wir sind verzweifelt. Wir sind absolut verzweifelt. Let's go. Bist du schon den schönsten Ort, das beste aller deutschen Streamer? Dann hab ich einen Tipp für dich. Schau die Twitch-Clips Germany. Schön, schön. Warte. Europe, okay, ja, ist richtig, aber nicht das, was ich wollte. Warte. Germany, da haben wir's. Germany. So. Uh-oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Uh-oh. Okay, aus Neugier, Germany Twitter. Aber das ist akkurat. Es ist akkurat. Wir sprachen drüber, ne? Es ist akkurat. Es ist akkurat. Wir sprachen drüber, ne? Los. Nein. Ich lebe noch. Exorzist, Hallöchen. Mich überfordern Dörfer und Kleinstädte enorm. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie überfordernd das für Großstadtkinder ist, wenn sie in einem Dorf sind und sie laufen eine Straße runter und da kommt eine komplett fremde Person entgegen. Und diese völlig fremde Person, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, begrüßt mich. Da setzt mein Kopf aus. Das überfordert mich. Ja, das Geld, das... True. True. Ja, true. True. Kann ich als verifizierter Großstadtmensch, kann ich das bestätigen? Finde ich weird. Ja. Ja, finde ich komisch. Ich fröne hier meine Anonymität. Ich will nicht, dass das unterbrochen wird. Ja. True. True. Das Geld habe ich, das Geld. Oder noch schlimmer, du gehst in die Stadt, ne? Du wohnst in einer kleinen Stadt, du gehst in die Stadt, weil es gibt ja nur ein Stadtzentrum und du siehst direkt 10 Leute, die du kennst, ne? Du kannst nichts heimlich machen. All dein Business ist direkt im Dorf verteilt, Dorflästerthema Nummer 1, du kannst niemanden neuen daten, ohne dass das ganze Dorf das weiß. Ne. Bruder, danke schön für den 68. Monat. Dankeschön, dankeschön. Ne. Ne, Alter, ne. Habe ich wirklich in so ein Defibrillator. Fuck. Ist das ein I oder ein E? Warte, nein, Vibrator. Ich habe mir einen fetten Vibrator auf Eis.de gekauft. Wisst ihr was? Das ist leichter zu erklären. Was hat jetzt? Ja. Das hatte gerade denselben Vibe wie, keine Ahnung, Teenager ist im Kinderzimmer, guckt, keine Ahnung, richtig strange Furry-Videos. Die Mutter kommt rein und sagt, was machst du da? Und der Teenager, Pornos gucken. Das hatte gerade denselben Vibe. Defibrillar, ich meine ein Vibrator. Das war derselbe Vibe, war dasselbe Grundprinzip, schön gerettet, ja. Ein Defrilililili. Klang Loki wie Gesang zwischendrin bei ihr. War schon. Muss man erstmal schaffen. Der alte Schwede, danke dir für 9 Monate. Ein Twitch-Baby, danke schön, danke schön. Gerade noch pünktlich, ja, gerade angefangen, der ein unter vielen. Herzlich willkommen. Moment, ich brauche mal ein bisschen dafür. Was machst du mit der Schaufel auf dem Flugzeug? Klingt das nicht aufgehoben? Oh, da ist schon einer weg. Ich sehe nichts. Oh, jetzt fliegen alle Leute hier runter. Okay. Ist hier noch jemand? Ach so. Ich habe schon gewonnen. So geht das. Liebe Bewohner von Rustalot. Wer ist das? Keine lange. Accidentally gewonnen. Geil, Alter. Geil.
So, ganz viele Rustlelot-Clips wird es noch geben, ne? Das ist ja vor kurzem zu Ende gegangen, Rustlelot, glaube ich, ne? Ich bin gespannt, was da noch zusammenkommt. Die letzten waren auf jeden Fall schon herrlich. Rede vorbereitet wie der Meister. Aber ich kann sagen. Oh, entschuldigt. 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 Geil, Alter. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen, Alter. Wie nice. Luca, by the way, hallo ich natürlich. Ja, bitte. Oh, fuck. Alter, mach doch sowas nicht. Bruder, was war das? Ich bräuchte auch mal. Munitionier mal alle auf, ich rufe Nachschub. Ja. Nein! Du hast auf dein Schild gerufen. Ah, er hat einen Orbital Strike angeordnet. Der Orbital Strike ist auf seinem Gear drauf. Ah, unpraktisch, ne? Ah, ich will nicht sterben, ich bin zu jung. Nein! Gut, dass das in Rimworld nicht passieren kann mit dem Orbital Beacon, weil wäre es uns auf jeden Fall auch schon passiert. Gut, dass das gar nicht geht bei Rimworld. Man baut auch den Lego AT-AT auch nicht wieder auseinander. Das ist doch eine blöde. Was ist denn das für ein Vergleich? Zeig dir mal, wie ich ein Lego AT-AT auseinanderbaue. Oh Gott, bitte mach's nicht kaputt. Da sind ganz viele Leute ganz traurig. Das sollte ein Scherz sein. Ist das ein super teures Ding? Manche von den Lego Star Wars Sets sind doch so super krass teuer, ne? Es gibt doch irgendwie den Todesstern, der ein paar Tauis kostet. Ich hoffe, das war nicht so ein super teures Ding gerade. Jetzt mit einer Granate aus. Aber natürlich. Wo kriege ich denn eine Granate her? Mit G, oder? Nein, okay. Ach, ich krieg die auch hier aus dem. Oh, das ist aber nett. Bis ihr hier alles so parat habt und so. So, was haben wir da? Granate! Vielleicht darf ich die. Zu seiner Verteidigung, ich habe es jetzt auch nicht wirklich gesehen, dass der den Stift rausgezogen hat. War jetzt nicht so offensichtlich animiert, oder? Also, ich möchte bei so mal anmerken, wir sind bei Minute 4. Ich muss noch kein einziges Mal die Kamera verschieben. Vielleicht brauchen wir doch keine Reaction-Szene, ne? Vielleicht doch nicht. So, wir müssen Aufträge erledigen. Die Granate hat Funken gesprüht. Ja, aber das macht eine Granate jetzt ja eigentlich auch nicht, ne? Aber ja, true, ja, true. True. Jetzt haben wir es gejinxt. Gucken wir mal. Also dieses Ding hier oben. Hier, man muss immer links oben irgendwas tun. Und dann ploppt immer auf hier, irgendeine Icon. Darf ich da jetzt bitte klicken? Spiel. So geht's mir immer mit dem Nvidia-Overlay. Wenn du eine Nvidia-Grafikkarte hast und das installiert hast, das Programm dazu, das ploppt ja immer. In der rechten Ecke kommt das ja in deinen Bildschirm rein. Kamera ist gespiegelt, also hier so. Hier so kommt auch immer dieses kleine Nvidia-Overlay, ne? Von wegen hier, Treiber hast nicht gesehen und so. Ich verstehe nicht, wann das kommt. Manchmal kommt das direkt, wenn ich den Rechner hochfahre. Manchmal kommt es aber auch 3 Stunden später. Und irgendwie schafft dieses Overlay das immer, dann zu kommen, wenn ich da gerade hinklicken will. Es ist wirklich, jedes Mal, wenn ich einen Rechner anmache, ich will da oben hinklicken und ich klicke immer auf dieses scheiß Nvidia-Banner, weil es kommt immer genau dann, wenn ich da hinklicken will. Ich versteh nicht, wann das kommt. Das kommt manchmal irgendwie 4 Stunden, nachdem ich meinen Rechner gestartet habe. Ich raff's wirklich nicht. Das macht es irgendwie extra. Das haben die irgendwie reinprogrammiert. Keine Ahnung, Alter. Kann ich hier nochmal in die Einstellung? Ich würde es gerne lauter machen. Ich schwöre bei Gott, es ist der Controller. Ich habe gestern. Controller-Vibrationen, ne? Einmal die Konsolenspieler, ne? Ich spiele ja wirklich inzwischen sehr selten nur mit Controllern. Nutzt ihr das? Ich stelle das immer direkt aus, weil ich finde, also es ist halt das, also ja klar, ich verstehe ja, wozu das da ist, ne? Das sollte ja Signale geben mit dem Controller. Aber bei den meisten Spielen ist das so krass doll, dass es einfach nur anstrengend ist, den Controller dann zu halten. Deswegen stelle ich es immer aus.
Also ist das wirklich ein Verkaufsargument? Ist das wirklich was, was Leute geil finden? Ich stelle das in 90% der Spiele, stelle ich das immer aus. Ich glaube, das einzige Spiel, wo das halbwegs gut war, ich weiß nicht mehr welches, aber irgendein Spiel, da hat der Controller ganz leicht vibriert, wenn irgendwie Loot in der Nähe war. Das war ganz praktisch. Aber in irgendeiner krassen Cutscene, wo gerade was explodiert und der Controller dann so, das ist voll, das ist hammer nervig. Ich stelle das immer direkt aus. Ich verstehe gar nicht, warum das so ein großes Ding ist, warum die Konsolenhersteller da denken so, oh ja, damit müssen wir werben, das ist voll geil, das ist einfach nur nervig. So, ich finde das nicht sehr immersiv in der Regel. Okay, Chat ist so ungefähr 80% meiner Meinung, ist so ein bisschen unterschiedlich. Aber ich kann das zum Beispiel nicht so nachvollziehen, muss ich sagen. Also mir würde bis jetzt nur spontan ein Game einfallen, wo es wirklich gut integriert war, wo es wirklich geholfen hat. Ansonsten war es immer einfach nur nervig. Ah, okay. Ah ja. Okay. Ah gut, bei Rennspielen. Okay, wenn man irgendwie so über die holprige Straße fährt und so, das kann ich mir noch halbwegs vorstellen. Aber bei den meisten Games fand ich es einfach nur super nervig immer. Die Liebe gefunden. Und du hast deine neue Mutter. Aha. Juhu. Auf gar keinen Fall. Auf das Königshaus. Auf jeden Fall. Und wenn du irgendetwas tun solltest, was auch nur ansatzweise diese Vermählung behindern könnte, dann kann ich mir gar nichts garantieren, Prinzessin hin oder her. Ist die Mutter das Schwein? Wie trinkst du durch den Bienenanzug? Na so? Wer ist sie? Und warum trägt sie einen Imkeranzug? Wer ist sie? Ist das die Bienenstockqualitätsinspekteurin? Ist das die Bienenstockqualitätsinspekteurin, die neue? Müssen wir uns vor deren Acht nehmen? Müssen wir... Macht die unangekündigt Besuche, oder wie? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aber wenn man da durch das Netz durchtrinkt, also sie hat ja so ein Netz vorm Gesicht, ne? Und sie hat durch das, oder ist das offen? Ist es offen oder hat sie ein Netz vorm Gesicht? Ach, ich glaube, es ist offen, ne? Okay, man sieht es aber echt nicht, krass. Na gut, ich dachte gerade aber auch, sie hätte durch das Netz getrunken. Es sieht, also irgendwie hat mein Gehirn das rausgefiltert. So, Ausrufezeichen Freuds, let's go. Meine Maus hakelt so ein bisschen hier. So. Vorhin mal ein paar Zimmer mir angeguckt von innen. Wow. Was macht er beruflich? Ja, das ist Schauspieler. Hä? Hey, willst du mich verarschen, Alter? Das ist einer der berühmtesten deutschen Jan Schauspieler. Jan-Josef Liefers, Mann. Ah, das Jan? Kennen den auch nicht. Oh, lol. Ohne, ja. Ich schwöre dir, mit der Brille habe ich ihn nicht erkannt. Hä? Ich erkenne den auch ohne Brille nicht. Ich gucke keine deutschen Filme. Wer ist das? Oh. Wer ist das denn? Guck mal, habe ich sogar dasselbe Top an wie heute, ne? Habe ich extra gemacht, um euch zu verwirren. So, Reaction auf die Reaction. Was war denn das da Schönes? Oh, der war persönlich. Direkt in die Wäscheteile, mein Freund. Oh, scheiße. Nein. Wo soll ich platzen? Wir haben so viel Spaß mit Sons of the Forest, ne? Oh. Wir müssen es auf jeden Fall noch durchgespielt kriegen, bevor RimWorld DLC rauskommt. Ist schon geil. Nehmen. Auf dem Boden. Auf dem... Ich würde euch ja meinen Stuhl anbieten, aber wissen Sie, ein alter Mann ist kein D-Zug. Das ist ein Zug. Eure Hose? Ich muss ihr seid nicht der Meister. Aber natürlich. Ich kenne das Gemächt des Meisters. Und das, was ihr dort runtertragt, ist nicht seins. Selbstverständlich. Das muss ein Missgeschick sein. Mhm. I got so good at being untrue. I got so good at telling you what you wanna hear. I disassociate, disappear. Yeah, yeah, yeah. So far beyond difficult to resist another goal. Yeah, I know it's poison. You're feeding me poison. I'm choking from the taste and I can't help but swallow up your poison. I made my choice and every night I'm wishing like there's no tomorrow. Oh, 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 oh.
cool, auch mal eine tiefere Singstimme zu hören, ne? Die meisten singen, also, keine Ahnung, so die meisten Streamerinnen, die singen, die sind immer sehr, sehr, also, melodisch, hoch. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Cool, mal so ein bisschen so, ich finde das cool. Ich finde das cool. So eine Singstimme mit so ein bisschen mehr so, ein bisschen rauer und so, finde ich nice. Ich war aber die ganze Zeit sehr abgelenkt von Hagrid. Warte, jetzt habe ich gerade meine Kamera verschoben, es war natürlich sehr schlau. Hagrid. Ich habe die ganze Zeit Hagrid angeschaut. Weiß nicht, war irgendwie, war eine intime Verbindung. Ja. Geile Stimme, ja. Geile Stimme. Das ist so scheiße, immer wenn ich gut liege, dann werde ich gefickt von irgendjemandem. ASHR. Glückwunsch, Girl. Läuft bei dir? GG. Oh. Nur 50? Wollte ich nur andeppen. Was? Ja, cool, jetzt meine Kamerahaltung kaputt. Ey, alles geht wegen euch kaputt. Oh mein Gott! Der Klassiker, immer Chat die Schuld. Chat, ihr seid immer schuld. Egal was ist, ne? Ihr habt's kaputt gemacht, Chat. Ja. Ihr nervt mich! Skoll! Und jetzt auf dich, Ruffy, bevor ich's wieder vergesse. Zum Wohl auf dich und Mr. Pink. Danke für deinen Follow. Auch ein schöner Kelch. Herzlich willkommen. Ach du Scheiße, jetzt habe ich aus diesem Wasser getrunken, wo ich gerade die ganze Zeit meinen Pinsel ausgespült habe. Oh mein Gott! Ich denke doch gerade, was schmeckt denn da so komisch? Ich kleinen Vogel. Lieb's ja, auch. Ich der Klassiker, sogar mit Ansage, Alter. Sogar mit Ansage. Oh, eine hübsche Blume. Wie, Mauki hat eine hübsche Blume gemalt. Ich hätte gedacht, Mauki malt einen Penis oder so. Was ist denn da los? Nicht ausgedacht, aber man sieht, dass das perfekt zu mir passt, dieses Programm. Okay, das Programm ist abgeschmiert. Stopp! 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 So. So, kann weitergehen. Was? Warum bin ich Mickey Maus? Bist du Mickey Maus? Er musste jetzt auch reden wie Mickey Maus. Oh! Die heiße junge Dame ist anders. Nicht anfassen, aber. Oh, Junge! Königin Donelia. Ja, mein König. Moment, Mutter. Moment. Ich hab's gejinxt mit der Kamera, ne? Ich hab's wirklich gejinxt. Ich hätte nichts sagen dürfen. So, Mutter Doni, für dich mache ich doch gerne Platz. Okay, okay. Königlichen Kok-Kok reiten. Es gibt nichts, das ich lieber tun würde, als den königlichen Kok-Kok zu reiten. Das mit ihrem benutzten Finger. Ah! Oh, oh, oh. Verkuckuck! So oh, verkuckuck! Das habe ich mir schon immer gewünscht! Schneller, Verkuckuck, schneller! Oh. Wisst ihr, ich habe ja schon manchmal Probleme, so normalen Menschen zu erklären, was ich mache. Ne? Wenn Leute mich fragen, was machst du beruflich, bin ich immer so, puh, lange Geschichte, ne? So, ne? Imagine, du bist RP-Streamer und musst Leuten erklären, was du machst. So, imagine, die Leute, die gehen dann, die sind so, ah, okay, dann check ich sie mal online aus und dann sehen sie als erstes das. Schwierig, ne? Was, wenn wir eine Apokalypse haben und Archäologen finden in den Ruinen unserer Gesellschaft diese Dateien und versuchen sich dann zu erschließen, wie unsere Gesellschaft war anhand dieser Videos? Das habe ich mir schon immer gewünscht. Schneller, Verkuckuck, schneller. Tada. Oh, hast du die Reaktion gesehen? Alter, war die geil, oder? Aha. Na. Ich komme nicht ran. Komm nicht ran. So komme ich da nicht ran.
hier irgendwie rein in das Ding? Hätte es auch gedacht, man muss reingehen. Noch nicht dran. Oder von oben oder so. Nimm den Eingang, du Nuss. Ist hier ein Eingang? Oh, oh lol. Ich hab nichts gesagt. Aber das erinnert mich an die Story, wo ich einen Jochen mal mitten in der Nacht wach gemacht habe und geschrien habe. Ich mag Titten. Okay. Solider Grund. Das wird mich nicht stören, dafür nachts wach gemacht zu werden. Ja. Solide. Ja. Das ist schon fast ein Drittel. Es ist doch nur ein... Oh. Komm! Und es ist voll krass, weil da ist irgendwelche Öle drin, so ätherische. Und man sprüht sich das in die Nase und man hat das Gefühl, der ganze Kopf ist eine Höhle, die ist so leer wie eine Höhle. Können Sie wieder überzeugen? Ja, Zitate-Kalender, ja. Zeugen, let's go. Oh, eine 5, das schaffen wir. Easy, easy schaffen wir das, let's go. Ich habe früher immer meine Chicken Nuggets immer. Moment, ich verstehe gerade nichts. Meine Kopfhörer haben gerade keinen Kontakt zu meinem Rechner. Ich robb mal ein bisschen näher dran, dann geht das bestimmt besser. Windows hat bei mir die Bluetooth-Treiber zerschossen, für Leute, die im Nachhinein gucken. Also bis ich so 20 war oder so, 18, sagen wir mal 18, 19, ich habe immer erst die Panade so abgemacht. Jetzt kommt's. Ich habe die Panade aber so hingelegt. Oft. Also ich habe die ich habe Panadenhaufen gemacht. Und dann habe ich nur das Fleisch gegessen, diese 9 Stück, immer so in die Soßen rein. Und dann hatte ich das Beste zum Schluss, nur die Panade. Dann habe ich die mal so gegessen. Doch. Ich schwör's. Irgendwie bin ich echt. Also es ergibt ja Sinn eigentlich, ne? Das kann man mit Käsebrot so machen oder mit irgendwie, keine Ahnung, hast eine Entenkeule, hebst dir die Haut zum Ende auf und so, ne? Es macht ja eigentlich Sinn. Es ist ja eigentlich logisch. Bei anderen Sachen würde ich sagen, same. Aber bei Chicken Nuggets, die Panade, die dann so matschig wird, so ohne alles dann so. Doch nicht bei Chicken Nuggets, Diggi. Da ist es irgendwie eklig. I don't know. Da finde ich es irgendwie eklig. Käsebrot. Na, ich hatte das Kind immer so gemacht, wenn es ein Käsebrot gab, habe ich nur den Käse abgegessen. Ja. Oder hab halt den Käse abgemacht, hab erst das Brötchen gegessen und dann den Käse zum Schluss. Da finde ich das irgendwie nachvollziehbar. Hat immer die Leute voll abgefuckt, habe ich als Kind immer so gemacht. Aber bei Chicken Nuggets? Und Executive-Hallöchen und Mappet-Hallöchen. Darfmans. Wahrscheinlich. Dwarf Mans. Ne? Ach so, darf man es sagen? Ja, klar! Ich soll da ein Spiel eingeben. Das sieht absolut nicht falsch aus. Das. Ach, das. Das ist ein Skin und ihre Saber sind dann Würstchen. Twitch, bitte bann mich nicht. Ich wiggle nur meine Wurst. Mhm. Ich wiggle doch nur meine Wurst. Mhm. Bitte bann mich nicht, Twitch. Dankeschön. Es ist nur eine Wurst, okay? Mhm. I didn't do anything. Mhm. Mhm. Es ist richtig, aber es klingt nicht richtig. Luftpolsterfolie. Komisches Wort. Wo war ich? Stimmt, ich würde Sandy am liebsten in Luftpolsterfolie einpacken, weil ich Angst habe, dass sie sonst einfach atmet. wie das geht, natürlich. Herzlich willkommen. So. Das ist jetzt Katja Reactionception mal 4, ne? Das ist das dritte Mal, dass sie auf ein Video von sich reagiert. Erstes, ja. Das ist ja wild.
Das ja, da muss man erstmal durchsteigen hier an der Chillautalöchen. Oh mein Gott. Und ich sie sitzt so in allen Bildern genau gleich da, ne? Genau dieselbe Pose mit der Hand und so. Guck mal, vor allem sogar hier bei den ersten beiden, sogar die Jacke sogar gleich. So auf der wahrscheinlich linken Schulter runterhängt und so. Das ist schon ein bisschen witzig. NPC, ey. Ja. Ja. Ich bringe euch jetzt bei, wie man mit Stäbchen isst. Also man hat hier immer, also eigentlich nehme ich immer die Finger so einer oben. Den Finger zwischen macht man aber nicht, das ist Schummeln. Das macht man eigentlich nur zum Stäbchenessen lernen. Dafür wirst du eigentlich ausgelacht. Der Mittelfinger ist zwischendrin und der andere hält unten, also... Wisst ihr, was ich meine? Also ihr nehmt die drei Finger und die kommen so halt zwischen rein, ne? Und dann ist der hier unten fest und der hier oben beweglich. Das heißt, der hier unten bleibt immer hart. Scheiße! Es sind nur Stäbchen, Leute. So zweideutig fand ich es gar nicht. Diesmal. Oder? So zweideutig fand ich es gar nicht. War ja auch die falsche Anzahl Finger und so. Also, vielleicht war ich einfach genug draußen in letzter Zeit und bin nicht mehr ganz so internetverseucht wie sonst. Deswegen fand ich es nicht so zweideutig. Kann auch sein. Kann auch sein, ja. Maybe. Vielleicht Nature is healing. Vielleicht. Oh nein, ich wollte nicht das Tier abschießen. Ich wollte den Bär da treffen. Hat ja gut funktioniert. Warum beißt du auf deine Zunge? Da. Meine Zunge drehen. Außerdem das kann, ich schon ein Date das kann irgendwie nur eine bestimmte Anzahl Menschen, ne? Das ist irgendwie, dafür braucht man irgendwie Muskeln in der Zunge, die haben nur ein bestimmter Teil Menschen, dass man die Zunge so einrollen kann und so. Das kann nur ein bestimmter Prozentsatz Menschen, weil du brauchst dafür irgendwelche Muskeln, die hat irgendwie nicht jeder so. Ich kann das zum Beispiel nicht, oder? Also ich wüsste gar nicht, wie ich da anfangen sollte, so. Meine Zunge gedreht? Nee, ne? Ich kann die so ein bisschen einknicken. Ich kann so ein bisschen V-förmig machen, so. Aber weiter geht's nicht. Also ich glaube, dann habe ich das wahrscheinlich nicht, ne? Weil ich kann die nur so ein bisschen einknicken, die Zunge. Das fühlt sich auch ganz komisch an. Nee, weiter einrollen kann ich nicht. Und das kann auch nicht jeder. Irgendwie nur ein kleiner Prozentsatz von Menschen kann die Zunge rollen, weil die anderen haben die Muskeln dafür nicht. Also wenn ihr das jetzt versucht und rausfindet, ihr könnt das, dann seid ihr voll besonders. Ja. Nee, wir können das wirklich nicht. Also falls ihr es noch nicht wusstet, ihr seid besonders. Herzlichen Glückwunsch. 66 Monate, der hatte gerade sein 10,5-jähriges. Nee. 10? Wie viele Monate hat ein Jahr? Werden. Wo wir beim Thema waren, zu viel Internet und lange nicht mehr draußen gewesen und so, ne? Irgendwann Zeit, ein Realitätsverlust. Und Momo, Hallöchen. Alter, warte mal. Warte mal, musste ich ihm 90 Cent wiedergeben? Oder musste ich ihm... 9... Verkackt. Leute, ich hab gerade verkackt. Verkackt. So schwer. Wie Bro. Okay, das ist das süßeste VTuber-Modell, was ich jemals gesehen habe. Das ist flauschig, das mag ich. Oh. Wie Bros Eismic? Was ist das denn? Was ist denn? Vibroseismik. Ja, ist schon ein komisches Wort, ne? Ein Vibroseismik. Was ist das? Und Ducky, Hallöchen. Oh, cooles Spiel. Cooles Spiel. Oh, Gesundheit. Hilfe. Nein. Der Todesnieser, na. Du kannst auch gerne, ich kann dir gerne mal ein bisschen mit meinen Ballons spielen lassen. Also, wenn du möchtest.
natürlich. Ja. Oh ja, yuppie! Happy Birthday to you! Da siehst du, habe ich was Neues. Ja, dieser Clip war ja sehr wild in vielerlei Hinsicht, ne? So, es war ja schon wild genug und dann hat sie angefangen, Happy Birthday zu singen. Das war, okay. das, was wir hatten mit den RPlern, ne? Wie zur Hölle erklärt man seinen Beruf, wenn man RPler ist? Wie zur Hölle erklärt man seinen Beruf, wenn man VTuber ist? Was ist schlimmer, RPler oder VTuber? Was ist schlimmer zu erklären? Hm. Hm. Wo hoch? Was? Und ist sonst halt? Die armen Nachbarn. Da fehlt Rot! Da! Oh, ich hätte Kunstlehrerin werden können. Ich bin einfach so gut. Oh meine Güte! Ah. Was ist denn das für ein Spiel gerade gewesen? Heilige Scheiße, Alter. Oh, Endgegner VTuber-RPler. Gibt's da jemanden? Gibt's einen VTuber-RPler? Ich glaub noch nicht, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Oh, ich hätte Kunstlehrerin werden können. Ich bin einfach so gut. Oh meine Güte! Ah, au, ah, ah! Das war eine scheiß Idee! Au, mein Rücken! Frank, ich kann dir Yoga sehr empfehlen. Ist gut. Es hilft, sich mal ein bisschen strecken und so. Ist gut. Kann ich sehr empfehlen, Frank. Kann ich sehr empfehlen. Ich sag's euch, ich mache eine Prediction. Ich krieg jetzt bestimmt irgendwie eine Kiste wieder oder sowas. Wenn ich jetzt recht hab, ich raste aus. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Safe. Yep. Oder? Das ist ne. Es war so klar, dieses Spiel, also wenn eins durchschaubar ist bei Uncharted, dann ist es das, immer wenn es nicht weitergeht, wir hätten da so eine Kiste noch auf Rollen. Wir schauen einfach immer nur auf die Boobies. Was? Nein, hä? Dein kommt mir nicht wieder. Was für eine Farbe? Eye-Tracker. Eye-Tracker jetzt sofort. Eye-Tracker-Stream jetzt sofort. Das muss jetzt überprüft werden, die Aussage hier. Jetzt, let's go, dafür gibt's Technik. Aber hatten ihre Haare mi. Blau? Schwarz? Lila! Aber sie war nah dran. Es ging schon tendenziell in die richtige Richtung. Sie war nah dran. Zu dem Thema RPler und VTuber. Ich finde, Asche sollte mal RP machen. Uiuiuiui. Schon. Ach so, okay. Oh! Ich denke, damit sollte dies geklärt sein. Lass mich Heilerin, ich bin durch! Ein War mein PC über WLAN? Das war ein Fiebertraum, Alter. Was ein Fiebertraum. Drin? Geht das? Das ist kein Laptop, das ist ein PC. Bin ich so alt? Ja, Standard-PCs haben WLAN-Karten. Wenn man sich selber einen zusammenbaut, dann lässt man die WLAN-Antenne in der Regel weg. Ist aber eine schlechte Idee, weil wie ich gelernt habe, als ich wegen Bluetooth geresearched habe, die WLAN-Antenne ist auch fürs Bluetooth zuständig. Also falls ihr das noch nicht wusstet, falls ihr euch einen Rechner zusammenstellen wollt und ihr denkt euch so, WLAN braucht keinen Schwanz, ne? Bluetooth. Habe ich rausgefunden, wo ich geresearched habe, weil wir hier Bluetooth-Probleme hatten und das fand ich interessant, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Früher gab's sowas nicht. Spannend, oder? Wusste ich auch noch nicht, weil da habe ich einen Thread gefunden, wo ganz viele Leute sich nicht sicher waren, warum sie Bluetooth-Probleme haben. Und es lag daran, dass die einfach keine WLAN-Antenne eingebaut haben. Weil sie dachten, brauche ich ja nicht. Hätte ich auch nicht gemacht an deren Stelle, wusste ich auch nicht, weißt du? Fand ich spannend. Wieder was gelernt, ey. Wieder was gelernt. WLAN fürs Handy, ja. WLAN fürs Tablet, ja. Aber WLAN für den ganzen PC? Dein Motherboard hat Onboard Wi-Fi. Oh. Ehrlich? Sag mal. Schön, ich krieg's auch noch die Herzen und... Aber auch ärgerlich, ne? Wenn man irgendwie so monatelang am Stream ist und man wundert sich, warum ist mein Internet denn unstabil? Und dann wird einfach das LAN-Kabel nicht erkannt, so. Sehr ärgerlich.
Warte, lass mich überlegen. Ich glaube. Ich habe ja einen Pre-Build-PC. Hier ist ja alles drin, was ich brauche, ne? Ich nehme an, ich habe hier Bluetooth-Probleme, weil bestimmt beim Transport sich irgendwie die Antenne gelöst hat oder so. Lösung ist, ich habe einfach einen externen Dongle dran geklatscht. Funktioniert auch. Nur habe halt heute Windows-Update gemacht. Windows-Update hat Treiber von Dongle zerschossen. Man weiß, wie es läuft und so, ne? Aber deswegen kam ich darauf, weil ich ein bisschen geresearched habe. Und ich fand das legit spannend. Das wusste ich noch nicht. Das ist eine hilfreiche Info. So, wie Ninjutsu ist das irgendwie. Ich fühle mich wie in Naruto. Da mache ich hier so zack und dann zack und dann und dann zack und dann. Das hatten wir auch schon, ne? Zack, Sachen. Das hatten wir auch schon, ne? Das hatten wir auch schon. Das war auch mal bei SCG lange. Meine Generation, wenn die ein Herz macht, ne? So. Das Millennial-Herz. Gen Z heutzutage, wenn die ein Herz machen. So. Ich weiß nicht, die können es so ganz entspannt so spontan machen, so. Aber guck mal, wenn ich ganz spontan das machen will, das. Also, ihr seht die. Ihr seht die Vision, oder? Ihr seht, worauf ich hinaus will. Aber ich krieg die Finger nicht gerade hier. Ich kann das. Es sieht aus, als hätte ich so Arthrose-Hände. Guck mal, das ist das krüppeligste Kackherz, was ich jemals gesehen habe. Sieht aus wie Raptor-Krallen oder so. Wir hatten das schon mal ausführlich. Das war schon mal Thema bei SCG. Aber ja, also. Also ich meine, ich krieg's hin, aber halt so mega krampfig, ne? Jetzt so spontan, so im Gespräch, so, haha, Herzchen. Wie so ein Velociraptor oder so, Alter. Keine Ahnung. Nicht mehr schwachen Moment, der nicht mehr Resignation. Achtung, fangen! Oh mein Gott! Was? Das war die beste Idee der Welt! What the fuck? What the fuck? So, haben die in ihrem System einfach eingebaut, dass wenn die eine Blendgranate werfen, dass dann die Beleuchtung hell wird? Weil das wäre so sick, das wäre so cool einfach. Das wäre so eine geile Idee, Alter. Nice. Wenn ihr auf dem Klo sitzt, es unmöglich ist, Nummer 2 zu machen. Also erstens, wenn ich auf dem Klo sitze, ist da in der Regel kein Penis. In der Regel kann ja mal passieren. Aber okay, machen wir weiter. Und dabei Nummer 1 nicht zu machen. Also es ist immer so, immer wenn Nummer 2 kommt, kommen auch ein paar Tröpfchen Nummer 1. Wisst ihr, ich meine? Gut durchgewürfelt. Weiß wieso. Okay, warte, ich muss mich noch kurz erholen. Ich kann noch nicht weiter reagieren. Ich brauche noch eine Minute. Okay. Was? Du konntest mich nicht. Und deswegen habt ihr keine Sound Alerts. Deswegen kriegt ihr keine Sound Alerts. Ja. Verboten. Gibt's hier nicht. Könnt ihr bei anderen Streamern haben. So, Herr Gregor Onk, was gibt es Schönes? Allein lassen, oder? Du konntest mich nicht allein lassen. Larry, es ist ich, dein Freund aus der Highschool. Aus der verfickten Highschool. Ja. Du hast gedacht, ich hätte ein gutes Ding nur laufen, ja? Bis du vorbeigekommen bist, oder? Ich hab halt die ersten Sekunden halt gar nicht gerafft, dass Gronkh da gerade redet. Ich dachte halt einfach, das Spiel wäre synchronisiert. Es ist halt Loki ein bisschen gruselig, wie gut das passt. Und mit Loki ein bisschen gruselig meine ich, es ist extrem gruselig und extrem verstörend, wie gut das passt. Alles ruiniert hat! Ja, nice. Hallo? Aber
es muss dir ja auch gefallen. Ja, also seine Schlabber riecht gut, ja. Kennt ihr das, wenn die Zunge von, wenn Zungen einfach so richtig geil riechen, dass man sie einfach überall haben? Okay, ne, Mama. Nee, das kenne ich jetzt persönlich tatsächlich noch nicht. Tatsächlich persönlich, also bei all den Dingen, die man so mit Zungen macht in seinem Leben, ich bin noch nicht drauf gekommen, an einer zu riechen, aber ich kann ja mal bei nächster Gelegenheit und berichten, ne? Ich also tatsächlich nicht. Alter, 10 Schläge habe ich gebraucht. Guck mal, jetzt, du liefert gleich ins Wasser. Jetzt. Oh, die Beine, die Beinchen, ja, ja. Oh. Vielleicht solltest du ihn doch noch mal vorlegen mit deinen Füßchen. So ein Stück. Also nicht zum Loch. Oh, ja, das doch, war. Doch, oh, doch, oh, doch, oh. Der hat's beim 10. Mal auch noch lustig gefunden, glaube ich, ne? Ich glaube, die saßen haben schon eine Stunde, haben sich drüber abgelacht. Ein Phänomen. Ein Phänomen. Ich fände es jetzt irgendwie lustig, wenn er von hinten kommt und dich jetzt nicht. Toll. Nein. Nein. Ja. Ui. Was ist denn das hier? Das habe ich auch noch nie gesehen. Wartet! Mein Boot! Ich habe den Anker nicht gesetzt! Nein! Was macht man denn da bei Sea of Thieves, wenn das passiert? Kriegt man sein Boot zurück oder so? Kriegt man sein Boot zurück oder so bei Sea of Thieves, wenn das passiert? Oder was ist dann? Muss man sich ein neues Boot bauen? Das wäre ja richtig mies, wenn das passieren würde. So, ich gehe mal exklusiv dahin hier, ne? So. Man kann respawnen. Ja, okay, das geht dann ja noch. Nicht so scharf, ne? Nee. Aber es kommt so, es kommt so langsam kommt die Schärfe raus. Klasse, Mensch. Nee, also ich habe das Gefühl, es ist wirklich nicht scharf, ja. Ich habe das Gefühl, scharf ist es wirklich nicht, nee. Und Katar, ich finde es lustig. Lecker! Tatsächlich, ich war montags bei Elia live. Wo ist der Fehler? Hä? Warum geht das nicht? 36, 96, 36, 69. Ja, wir sprachen drüber, wenn man zu viel Zeit im Internet verbringt, ne, und das Gehirn sich dann verändert und man dann irgendwann alles zweideutig und so, ne, wir sprachen drüber, dann sieht man halt die 96 auch als 69, ne? Man nennt das dann einen freudschen Vertipper. Falscher Zahlungsbetrag? Ich gebe dir gleich falscher Zahlungsbetrag. Was habe ich falsch gemacht? Hä? 6 und die 9? Hä? 69, 69? Wait, doch mal. 6, 3? Wo ist das Problem? Hier sind halt auch Kannibalen in der Nähe, deswegen müssen wir hier relativ schnell uns in Sicherheit bauen. Und ich sag... Ah, keine Sorge, da gewöhnt man sich nach ein paar mehr Stunden Spielzeit dran. Man muss sie, Pro-Tipp, einfach mit dem Golfkart überfahren. Works like a charm. Egal welchen, bei welchem Channel ihr gerade Stream Clips Germany geguckt habt, followen, subscriben, supporten. Und auf jeden Fall ein Like dalassen, ne? Das war's wieder mit SCG. Ging ja eigentlich, ne? War ja sogar okay dieses Mal, muss ich sagen. Ich bin nicht komplett, beendet, muss ich sagen. Oh, Leute.